wir werden jetzt die Bögen der Brücke schneiden mit diesen Boxern, Boxern Thermocut, also mit dieser Schiene komme ich jetzt nicht zurecht, ich wüsste auch nicht, wie das jetzt doch so funktioniert. Wir müssen das doch ein wenig freihändig schneiden, in dem Sinn haben wir aber trotzdem eine Führung, weil wir eine Platte haben. Ich habe es auf 3 eingestellt. Schalten wir das mal ein, damit er heiß wird. Und da geht es schon los. So, gut, schön schaut es nicht noch aus. Wir haben die Bögen jetzt ausgeschnitten. Schauen wir mal, wie es dann ausschaut, wenn wir das alles ein bisschen schleifen. Und dann sind wir ja weiter. Wie ihr jetzt das seht, haben wir das jetzt geschliffen. Und jetzt schaut das schon recht gut aus. Jetzt kommt als nächstes die Bearbeitung, dass man da eben die Struktur reinmachen, dann kommen oben die Stützen an drauf. Das werdet ihr dann Schritt für Schritt dann sehen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt auch schon das Geländer gemacht. Ich habe das auch mit dem Proxon Heißdrahtschneider geschnitten, wobei ich da wirklich jetzt einmal mit dieser Schienenführung gearbeitet habe. Und wie ihr sehen könnt, ist eigentlich, wenn man mit dieser Führung arbeitet, ein relativ gerader Schnitt möglich. Damit ich die Rundungen da schön schleifen kann, habe ich mir um den Stiel meines Hammers, der rund ist, ein Schleifpapier herum gewickelt, also man sieht das, angeklebt. Und jetzt haben wir da die Möglichkeit, schön rund das abzuschleifen. Und so wird das schön sauber. Also ich zeige es einmal, jetzt haben wir noch die Risse drinnen. Das sieht man bestimmt. Aber so seht ihr, so könnt ihr auch eine Rundung schön schleifen und dann ist das schön glatt. Gut, ich brauche so schräge Teile für die Brücke, und zwar für den Pfeiler. Wie ihr sehen könnt, kommt am Pfeiler dann unten noch so eine Schrägen dazu, da wird das noch zugeschnitten werden, da sieht man es vielleicht besser. Und weil der Pfeiler, den ich als Vorlage habe, hat unten noch einmal so eine Verstärkung darin, die mache ich nach. Und dazu müssen wir jetzt natürlich solche Schrägen schneiden. Ich verwende das, was ich ausgeschnitten habe, eben diese, was aus der Biegung rausgeschnitten wurde. Mache jetzt einmal einen geraden Schnitt, damit wir da mal gerade haben. Haben wir da eine schöne Gerade, wie ihr sehen könnt. Und das stellen wir jetzt ein, indem wir zum Beispiel einmal
eine Schräge machen. Das heißt, wir gehen ein bisschen vor, müssen das nachstellen. Und wenn wir das dann eingestellt haben, schalten wir wieder ein, warten kurz und dann können wir schon fahren. Und haben ein schönes schräges Stück, das wir verwenden können. Das müssen wir natürlich zuschneiden. Das machen wir, indem wir das auf 3 cm einstellen. Und dann einfach da wieder schön durchfahren. Und schon haben wir sozusagen für den Pfeiler unten die Verstärkung eine Schräge. Also da habe ich einfach, ihr seht das eh auf dem Video, hat sechsigen diese Keile geschnitten und die habe ich dann festgeklebt und dann noch an den Kanten zugeschnitten, zugeschliffen. Jetzt schaut das recht gut aus, also man kann es glaube ich sehen, dass das wirklich ausschaut, wie als hätte man da eben anders gebaut. Ja, ein weiterer Schritt bei der Brücke. In der Nähe betrachtet, schaut es so schon einmal aus. Wir haben das jetzt auf der einen Seite schon fertig. Wir müssen nur noch warten, bis es fest getrocknet ist, was ich merke, dass das eh schon fast ist. Und dann werden wir das zuschneiden. Ich zeige es jetzt aber auf der anderen Seite, wie ich das gemacht habe. Ihr habt ja schon gesehen, wie ich das Borozell zugeschnitten habe. Und jetzt kleben wir da einfach mit Kleber, Bastelkleber, der eben keine Lösungsmittel in sich hat, diese Stücke noch rauf auf dieser Seite. Nehmen wir da schön draufstreichen, lassen eben auf jeder Seite ein wenig drüber stehen, versuchen das auch so halbwegs gerade, trotzdem eben oben bündig zu machen. Also, wie ihr das sehen könnt, schaut das dann eben so aus. Überschüssiger Kleber entfernen wir ein bisschen. In dem Fall mit einem Schraubenzieher, einen ganz kleinen, und dann machen wir das gleiche wieder beim nächsten. Jetzt habe ich noch solche Streifen mit einem und halben Zentimeter zugeschnitten und die kommen jetzt dann schön da drauf als obere Kante dann noch. So, wie ihr seht, klebe ich jetzt das da auf das vorher eingestrichene. Brech die Außenkante drüber bleibt. Gut, nochmal auf der Seite. Wir geben Kleber rauf. Lösungsmittelfreien Kleber. Verteilen das. Beschüssigen Kleber tun wir gleich weg. Kommt dann eh noch genug heraus. Und dann kleben wir wieder zwei an. Innen bündig. Falls ihr euch fragt, warum ich das zweigeteilt gemacht habe, 50 cm ist mit dem Heißdrahtschneider ein bisschen schwer.
gerade gerade hinzubekommen. Deswegen habe ich es geteilt und klebe es jetzt geteilt auf. Gut. So, schaut recht schön aus. Jetzt brauchen wir wieder Bücher. Geben wir dann eine Bücher drauf und dann warten wir einfach, bis das getrocknet ist. Und wenn es getrocknet ist, dann können wir weitermachen. So wie ich das den Bogen machen wollte, beim Viadukt nicht funktioniert. Jetzt habe ich eben wieder frisch solche Rechtecke geschnitten. Mittlerweile habe ich ja diese tolle Führung mitbekommen, die ich bestellt habe. Und da kann man eigentlich den, ich hoffe man sieht das, den Draht recht gut eben einstellen, auch dass man den gerade bekommt. Aber eben man hat wirklich eine schöne Führung. Und jetzt sind diese, die ich jetzt in der Mitte noch einmal durchgeschnitten habe, wirklich schön gerade durchgeschnitten in der Mitte. Was machen wir als nächstes? Ich habe mir aus Karton eine Schablone gemacht. Das ist der nächste Punkt gewesen, weil ich es einfach, wenn ich es eben so raufgeklebt habe und dann versucht habe, das auszuschneiden, nicht schön geworden ist, weil der Kleber hart wird und dann eben man nicht wirklich sauber schneiden kann. Deswegen habe ich jetzt eben eine Schablone, die werden wir jetzt dann alles anzeichnen, werden das dann ausschneiden und dann das aufkleben und da hoffe ich, dass das dann besser aussieht. Ich habe jetzt eben genügend von diesen Bögen ausgeschnitten. Jetzt gehen wir da, ihr seht, eben Kleber rauf. Eben wieder ein Kleber, der nicht der lösungseben frei ist, damit er das, den Hartschaum nicht angreift. Mal schön verteilen. Und dann kommt das da um den Bogen herum. Jetzt gesehen der Vorteil auch, weil ich ja da leider nicht so gerade gekommen bin, kann ich dann auf der einen Seite kürzen, so dass ich im Prinzip da wenigstens das mit dem Bogen ein wenig ausgleichen kann.